Schneller! So. Also bis hierhin kommen wir. Vielleicht können wir dann hier mit dem Schreibtisch noch interagieren? Ich habe mal gehört, dass sich die Welt vom Schreibtisch aus nicht retten lässt. Aber wenigstens kann man sie von da aus auch nicht ins ewige Verderben stürzen. Das stimmt, es sei denn, man ist Banker. Ich glaube, Ruben würde protestieren, wenn ich den hier rausschleppe. Und mein Rücken auch. Okay, aber was kann ich denn noch... Was würde denn noch Sinn machen, hier wegzuschlüren? Der Stuhl, glaube ich, nicht. Das Haustier... Vielleicht kann ich jetzt dem Haustier den Haken geben? Auf keinen Fall. Ich kann mir schönere Todesarten vorstellen, als von einem Krokodilshund zerfleischt zu werden. Wenn ich mich recht erinnere, war es auf meiner Liste nicht einmal in den Top 100. Du kleiner Feigling. Ruben, ich kann Ruben wecken. Kann ich den Globus mitnehmen? Ich glaube, Ruben würde protestieren und meinen Rücken ab. Ja, warum? Das ist doch nur ein Globus. Schau dir das mal sieht auch nicht furchtbarer aus als mein Leben. Okay. Ich glaube, Ruben... Ja, ist okay. Da kann ich nicht raus. Vorausgesetzt, ich habe bis dahin genug Interesse daran entwickelt. Verdammt. Wenn ich hier schon einbreche, dann will ich auch etwas Wertvolles stehlen. Nicht so ein Tand. Sammlerstücke. Hast du gehört, Sammlerstücke? Wenn ich hier schon einbreche, nicht so... Siehste? Ich frage Ruben später, was es damit auf sich hat. Vorausgesetzt, ich habe bis dahin genug Interesse daran entwickelt. Okay, vielleicht müssen wir Ruben vorher danach fragen? Haben wir das nicht schon? Wenn ich hier schon einbreche, nicht so ein... Sammlerstücke. Okay. So ein Schreibtisch, der Globus... Auf keinen Fall. Ich kann mir schönere Tod... Okay. Dann hätte sie uns trotzdem den Hund auf den Leib. Bilder. Vielleicht können wir die Bilder umdrehen und da ist vielleicht ein Versteck hinter oder so. Wenn ich hier schon einbreche, nicht. Ah, ist ja okay. Sammlerstück. Das Bild. Bär. Ich glaube. Ja, ist okay. Ich frage Ruben voraus. Okay. Schande, Haustier. Mist! Wie stelle ich den Hund denn jetzt ruhig? Na, wahrscheinlich kommen wir da erst nachher irgendwie hin. Wahrscheinlich müssen wir erst das... Ich weiß auch nicht. Immer diese Fragen. Fragen über Fragen. Aber dafür habe ich jetzt eine Hotspot-Anzeige. Dim. So. Guck mal, nehme ich einer da. Rad. Ein Feuerstein. Oh, ich weiß gar nicht, wie man. Also, ich weiß gar nicht, wie man sowas entdecken soll. Wenn man das sich hier gar nicht auskennt. Also wenn man gar nicht weiß, dass hier diese Anzeige gibt. Ja, aber wahrscheinlich, haha, ihr lacht schon wahrscheinlich seit der ersten Folge darüber. Haha, es gibt eine Hotspot-Anzeige. Du Blindfisch, du läufst eine Stunde rum und suchst. Nichts. Damit das funktioniert, muss die Fabrik wohl erst laufen. Okay, also wir müssen wahrscheinlich ganz viel zu Rande bringen hier, bis wir hier endlich weg können. Und ihr wisst, was das heißt? Ja, ganz viele Folgen noch mit mir. Wer vielleicht auf meinem Kanal geguckt hat, ich habe da heute geschrieben, dass ich auch vorhabe, einen Amnesia-Let's Play zu machen. Ein Seil. Ah, was man nicht alles entdecken kann. Herrlich. Nein, keine Chance. Das Seil ist zu fest verknotet. Ohne ein passendes Werkzeug komme ich hier nicht weiter. Wie süß. Mach nochmal. Nein, keine Chance. Das Seil ist zu fest verknotet. Ohne ein passendes Werkzeug komme ich hier nicht weiter. So, passendes Werkzeug. Aha, naja, weiß ich nicht, ob das passende Werkzeug ist, aber wir sind ja flexibel. Nein. Die Axt ist dafür viel zu wuchtig. Bei meinem Talent bringe ich noch die ganze Brücke zum Einsturz. Das kann durchaus passieren.
Die Schaufel ist zu stumpf, um das Seil. Ich brauche. Okay, was schärferes? Hier, der sieht doch ganz gut aus. Das könnte funktionieren. Der Stein ist scharf genug. Wenn ich Pech habe, stürzt zwar die ganze Brücke ein, aber was habe ich schon zu verlieren? Ach, doch genau. Nur ein Leben in Schmach und Schande. So sieht's nämlich aus. Ein Seil. Was mache ich denn jetzt? Kann ich damit den Hund fesseln? Ich glaube nicht. Molochai, Mast. Ah, was ist... Ah, oh, hätte ich das doch nur früher gewusst. Ah, oh, das könnte ich mich ärgern. Hä? Keine Chance. Der Mast ist zwar morsch, aber ich bin auch schwach. Ah, guck mal da. Da. Na dann mal los. Jawohl. Joa. Er haut super. Ganz oben an der Spitze. Der Mast ist kaputt und ich habe Muskelkater. Was fällt mir wohl als nächstes ein? Also hör mal, kleiner Cedric. Du bist Clown und wirst von allen ausgebeutet. Also da solltest du schon ein paar Muckis haben. Das will ich dir ja mal wohl sagen. Jetzt... Was habe ich jetzt für mich gemacht? Wozu sollte ich das Seil hier festbinden? Mit dem Stein könnte ich meine Initialen ins Holz schnitzen, wenn ich wollte. Du kannst den Speer bauen. Schade. Ich dachte schon, ich hätte die Lösung all meiner Probleme gefunden. Aber die Einsatzmöglichkeiten für einen Holzstab sind offenbar doch stark begrenzt. Okay. Ist ein Versuch wert. Wozu sollte ich das Seil hier festbinden? Ja, ich weiß auch nicht. Die Schaufel ist kaputt. So lässt sich damit wenig anrichten. Ach so, hier. Passt perfekt. Ich sollte diesen Augenblick des Triumphes auskosten. Mist. Und schon ist er vorbei. Ah, guck da, eine Schaufel. Juhu, was soll ich mit der Schaufel? Schaufel. Okay, ich habe eine Schaufel. Einmal kurz kratzen. So. Ich hoffe, das hört man nicht allzu laut, weil ich Kopfhörer auf habe. Ja. Gut, jetzt habe ich eine Schaufel. Was mache ich denn wohl mit einer Schaufel? Der Stein ist bereits scharfkantig genug. Ach so. Die Schaufel ist zu stumpf, um das Seil zu durchtrennen. Okay. Pure Zeitverschwendung. Mit der Schaufel kann ich hier wenig ausrichten. Oh, hallo. Die Schaufel ist zu stumpf, um... Ich will das doch gar nicht durchtrennen. Kann ich da nicht irgendwie so ein bisschen mit... Ich habe einen Haken und ich habe ein Seil. Ja. Da wird sich doch wohl was machen lassen. Tada! Richtig. Ein Seil an einem Haken. Wer hätte das gedacht? Kann ich das jetzt an die Schaufel... Mit der Schaufel kann ich hier wenig aus... Kann ich damit angeln? Zum Angeln fehlen mir noch vier Dinge. Ein Hut, ein Köder, Zeig... Ein Hut. Und was war noch gleich das vierte? Ach ja, Lust. Ein Hut? Ach nein. Soweit ich sehen kann, gibt es hier keinen... Ein Hut, hat er jetzt einfach keine Lust oder fehlt mir da wirklich was? Weil das bietet sich ja irgendwie jetzt so an. Möchte ich jetzt ja mal meinen. Kann ich denn irgendwo graben? Kerzen, Statue. Kann ich hier die Statue nicht irgendwie so paff aufs Maul hauen? Diese Statue steht hier wahrscheinlich schon seit mehreren hundert Jahren. Unberührt, unerschütterlich, unverändert. Und das soll auch so bleiben. Das hast du vor längerer Zeit auch schon mal gesagt. Gott sei Dank ist auch immer so viel Abwechslung in der Musik. Aber ich muss sagen, ich finde sie, trotz dass sie sich andauernd nur wiederholt, finde ich sie gar nicht mal so nervig. Nein, für die Glocke braucht man ein Seil. Wie in dem Satz. Der von ja, einer ja, Spotmutter ist. Ja, ist ja gut. Ich hab doch ein Seil. Oh je, ob das wohl klappt? Ich weiß nicht. Bin doch so schlecht im Zielen. Naja, was habe ich schon zu verlieren? Huh, das. Boah, ich. Spot, hast du das gesehen? Ich, das. Oh, er wächst über sich hinaus. Läutest du etwa schon wieder die Glocke? Du elender Idiot! Komm so
sofort in mein Büro, bevor du noch Kalina aufwächst. Nochmal! Lieber nicht. Solange Bando noch bei Ruben ist, kann ich ihm nicht die Schuld dafür in die Schuhe schieben. Ach, so läuft der Hase. Der Schlüssel. Mein Gott, heute läuft's aber. Verdammt, wo war's denn? Ah, nein, da oder da. Nee, da nicht, oder? War's doch da? Scheiße, verdammt. Ich hab gar nicht Scheiße gesagt. Das täuscht. Los, lauf, schneller, kleiner Sedgwick. Lauf, schneller. Dim, di, dim. Ich hoffe, ich weiß gar nicht, wie der Schnitt von der letzten Folge wohl ist. Yay! Verdammt, was mache ich mit dem Schlüssel jetzt? Gab's irgendwo was aufzuschließen noch? Die Tür? Nein, der Schlüssel hilft hier nicht. Die Tür hat ja nicht einmal ein Schloss. Sie wird scheinbar durch eine Art Mechanismus angetrieben. Okay, das heißt diesen Mechanismus. Also hier muss ich noch irgendwie ein Zahnrad finden. Hier habe ich einen Schraubstock. Nein, das muss nicht repariert werden. Okay, muss ich reparieren? Das ist bestimmt für das kaputte Zahnrad dann? Nein, das muss nicht. Ich probiere es einfach nur spaßeshalber. Nein, das habe. Also, es muss was repariert werden. Das werden bestimmt. Ah, was ist das denn? Eine Socke. Na lecker. Kannst du mir dazu auch noch eben was sagen? Ich werde ganz hibbelig, wenn ich an die vielen tollen Sachen denke, die ich mit dieser überaus nützlichen Socke anstellen könnte. Ja. Das geht mir auch öfter so. Können wir die Schüsse da reinstellen? Den bewahre ich lieber auf, bis ich das passende Schloss finde. Ja, wenn ich das nur kennen würde. Noch mehr Kerzen. Ich lasse sie lieber hier. Sie erinnert mich an das Grab meiner Mutter. Oh, kannst du sie auspusten? Aha. Dort ist es jetzt dunkel. Irgendwas passiert auf jeden Fall. Ach so, dann kommen diese. Ihr wisst schon. Ach verdammt, immer vergesse ich alles. Okay, da sind jetzt. Ach, warte mal, kann man hier irgendwo nicht rein? Ja! Also, das läuft ja heute bei dem Spiel. Ich bin sehr zufrieden mit mir. Und uns ein Horn? Ein Taktstock auf jeden Fall. Können wir dem alten Hund da oben mal ein paar geben? Schriftrolle. Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja. Dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. So, einen Moment nochmal eben los. So. Was hat er jetzt gesagt? Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja, dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Okay, kannst du das nehmen? Okay, nicht so grabiat, aber hey. So, Spot, jetzt gucke ich noch einmal so rum. Horn, da. Horn, Kerze, ist nix. Spot, Hocker. Da ist noch ein Hocker. Puh. Ui, ein Stuhl. Bei uns im Wohnwagen haben wir keine Stühle. Ja, ist ja auch rausgeschmissenes Geld. Oh ja, sitzen. Reiß dich zusammen, Sedgwick. Erst musst du Kalida finden, dann kannst du dich immer noch ausruhen. Das stimmt. Stimmt. Horn. Ah, Moment. Jetzt muss ich erst einmal abspeichern. Weil ich habe jetzt ernsthaft Angst, dass jetzt nochmal was passiert. Wobei ich immer noch meine größte Angst ist, dass das mit unten, mit diesem Mönch, dass der da unten am Ufer steht, dass das noch der größte Bug ist und dass wir deswegen überhaupt nicht weiterkommen. Mal pusten.
Hm, das Horn scheint verstopft zu sein. Oh.